Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel und Königsfreunde zu Majesty. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Auftakt, also die erste Mission, am vorletzten Sonntag gefallen. Und ihr seid weiterhin mit dabei. Wie gesagt, Majesty ist ein altes Spiel. Wir hatten ja den Plan gesagt, wir werden erst hier die Beginner-Mission machen. Dann die Advanced-Mission. Dann die Expert und dann werden wir in den Norden gehen, sobald wir die Mission abgeschlossen haben. Gut, wir haben The Bell, The Book and The Candle abgeschlossen. Jetzt bleiben uns noch die Forsaken Land, The Bell Waste und The Rescue of the Prince. Ach ja, und The Wizard's Curse. Ich würde mal sagen, wir versuchen es erstmal mit The Forsaken Lands. The Wizard's Curse, den halte ich mir zum Schluss auf, weil das ist die schwierigste der Beginner-Missionen. Gut, The Forsaken Land. My liege, while this land holds great promise, I should point out that there is much that requires your immediate attention. Our town is still beset by the marauding monsters who lurk in this forsaken land. We will only know true prosperity when these interlopers are kept at bay. It's in your best interest to employ the services of a variety of heroes. With their skills and the blessings of the gods, we may be able to safeguard this community. Ja, wir sollen also eine Stadt aufbauen und sie beschützen. Und wir sollen das Schloss des Bösen zerstören, um zu gewinnen. Ja, hier nochmal die Beschreibung gerade eben, dass diese Lande sehr vielversprechend sind, aber dass viel Schrecken dort laut und wir Helden brauchen, um das zu sichern. Die Beschränkungen sind, wir haben keine Wizard-Gilde, keine nichtmenschlichen Rassen, also Elfen und Zwerge fallen raus. Wir können den Palast höchstens auf Stufe 2 bringen und wir haben keine Tempel. Tempel habe ich in der ersten Mission auch gar nicht gezeigt. Das kommt dann später bei den Advanced-Missionen. Gut, dann starten wir die Quest mal und gucken, wo wir gerade stehen. Wir haben einen Marktplatz und eine Ranger-Gilde. Und eine Beschreibung. Willkommen im verlorenen Land. Benutze Reward-Flags, um Helden zu helfen, ihre Angriffe auf Monster zu fokussieren. Oder um unentdeckte Sachen zu entdecken. Okay. Das erste, was wir bauen in der Nähe des Marktplatzes, ja, Ranger-Gilde, ist ein Guardhaus. Können wir nicht, weil wir das Gebiet da noch nicht sehen. Also erstmal einen Ranger rekrutieren. Ja, rekrutiere einige Ranger, um die Gegend zu erkunden und Lairs zu finden. Gut, das heißt, wir bauen erstmal eine Blacksmith. Hier in der Nähe unseres Schlosses. Marktplätze bringen Einkommen in deine Domäne und verkaufen auch Heilpotions, also Heiltränke an Helden. Aber sie sind wichtige Ziele für Monster. Für goldgierige Monster, so wie Trolle. Ja, das ist auch wichtig. Hier haben wir ein Creature Den, also eine Höhle, wo Gegner spawnen können, wie zum Beispiel Skelette. Your Majesty, a new building is complete. So, wie immer erforschen wir erst einmal Healing Potions und bessere Waffen und Rüstungen. So, da wir jetzt was sehen, sollten wir das erste Guardhaus bauen. Your marketplace now serves you better. An unwelcome guest. Ja, und was auch ein Vorteil von der Schmiede ist, dass Gebäude weniger Gold kosten. Und es geht schon los, dass der Troll versucht, unseren Marktplatz zu plündern. Gut, wir bauen als nächstes eine Warrior-Gilde. Weil Warrior sind unsere Nahkampfkrieger.
Und wir setzen schon mal einen 100 Gold Reward auf den Troll aus. Damit der nicht unseren Marktplatz in Grund und Boden stampft. So, wir verbessern doch unsere Armor. Oh, tough fight. Your Highness, we've improved the guardhouse. Gut, das Guardhaus lenkt ihn jetzt erst einmal von dem Marktplatz ab. Er weiß nämlich gerade wirklich nicht, wohin er gehen soll. Und wir haben das, den Vorteil, dass unser Tax Collector jetzt auch ins Guardhaus gehen kann. Okay, ich erhöhe einfach mal hier den Preis für den Troll. Wobei die Ranger sich halt nicht so sehr von Reward Flex beeindrucken lassen. So, noch eine Nachricht. Ein naher Monarch Kin Randolph. Oh, da ist eine Karawane im Anmarsch von König Randolph dem 11. Wegen der guten Leistung, die wir so vollbringen. Sie wird von der Palastwache beschützt, die allerdings schon am Sterben ist. Ja, und Trolle sind halt wirklich stark. Das ist leider nur so. I serve with pleasure. Aber wir sind schon mal den Troll los, der uns Probleme macht. Dafür haben wir jetzt einen Minotauren hier am Hals. Der ebenso böse ist. Gut. Jetzt können wir noch eine Rogue Guild bauen. Hierhin am besten. Und wir haben das Evil Castle gefunden. This is the Dark Castle that must be destroyed. In order that you must destroy in order to make your realm safe. Der Minotaure ist ein ziemlich nerviger Gegner. Er tötet nämlich gerade unsere Ranger weg wie nichts Gutes. Jetzt ist er aber auch gefallen, zum Glück. Dafür hat der Troll da unseren Marktplatz zerstört. Das geht ja gar nicht. Ernsthaft, Werwölfe auch noch? Ja, da ist unser Krieger getroffen. So, die Rogue-Gilde ist auch fertig. Das heißt, wir können jetzt uns Schurken anheuern. Und das war's auch, glaube ich, schon mit unseren Helden-Gilden, die uns so zur Verfügung stehen hier. So, wir bauen den Marktplatz genau da wieder auf, wo er vor war. So, neue Karawane. Nein, Helden. Eine Gruppe von Helden aus einem nahen Land ist erschienen und wünschte, im Königreich beizutreten. Ja, die zählen zum Glück nicht in unsere normale Heldenliste.
Your Majesty, our new building is complete. So, gleich mal Healing Potions wieder erforschen. Oh, die Schmiede mal verbessert. Da unten ist ein Sewer aufgetaucht. Das heißt. Sovereign, your marketplace now serves you better. Wir bräuchten noch ein Guardhaus in der Nähe. Sovereign, so, hier am besten. So. Die Schmiede ist abgegradet, also erforschen wir bessere Waffen. I join the wild spirits. Ja, Bogenschütze sind leider nicht so gut gegen Skelette. Sovereign, your marketplace now serves you better. Das ist nun mal so. Genau, resistant to attacks by missile weapons. Also Fernkämpfer wie Schurken und Ranger machen nicht viel Schaden. Majesty, the local blacksmith offers new services. Your Majesty, a new building is complete. Gut. Erstmal Pfeile erforschen für den neuen Guardtower und mal die Diebesgilde verbessern. Das war einer unserer Warrior. Wie gesagt, Trolle sind böse. Your Highness, we've improved the guardhouse. Majesty, the local blacksmith offers new services. Gut. Also unsere Schmiede ist schon mal so weit, dass sie wenigstens Level 3 Waffen anbietet. Level 4 Waffen werden wir hier nicht brauchen. Wäre auch Geldverschwendung. Wir graden lieber den Marktplatz noch eins auf. Jetzt muss ich mal kurz lesen, wie der Market Day genau funktioniert. Und dann kann ich das hier beim Marktplatz hier lesen. Ja, genau, extra Gold. Aber der Marktplatz ist geschlossen so lange. So, Protection Rings und dann sollten... Diese Gilde ist voll und ich glaube, er ist hier oben gestorben. Ja, hier ist ein Level 5 Warrior gestorben, aber keiner von unseren, sondern von der Verstärkung. Sovereign, your marketplace now serves you better. So, noch das Guardhaus verbessern und dann sollten wir eigentlich mit unserer Stadt soweit dabei sein. Ich hoffe, du hast nicht vor, das Gebäude da zu hauen. Tax Collector. An unwelcome guest. Ist Fliegen Terror, also der hat Angst und es läuft weg. Und einer ist zu Hause. A building has been upgraded. So, wieder. Oh, wieder eine Karawane. Ja, wieder von König Wandolf. Okay. Das heißt, im Augenblick können wir gerade nur ein bisschen zuschauen. Oder uns ein bisschen einmischen. Und mal den hier zerstören. Weil das Castle upgraden, das kostet gerade ein bisschen zu viel. Wobei der Marktplatz und gerade auch wieder ein bisschen mehr Geld hält. Ah ja, der Beast Den hier, der Creature Den, der lockt wenigstens schon mal gut was an Helden an. Und solange sie auf den schießen, kriegen sie auch Level-Ups. Das ist immer gut. Während die Ranger hier oben noch am Erkunden sind. Wie gesagt, Ranger erkunden halt wirklich gerne. Ja, Warrior. Warrior sind unsere Upgrade-Helden halt. Steht da in der Beschreibung, dass sie sich hauptsächlich Upgrades kaufen.